Ja, da hinten ist er, der wohl wichtigste Wechselrichter für die Energiewende. Der kleinste Dai 24 Volt Hybrid. Alle Features wie die große Maschine, wie gehabt, hat das gute Stück. Und wir haben heute bei der Premiere ein cooles Testing. Wir mattern gerade die Power Queen, die 25,6 Volt 100 Amperestündige Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Das gute Stück steht doch schon ein paar Monate bei mir rundherum und heute machen wir ein ordentliches Batterietesting. Ich bin sehr zufrieden mit Power Queen. Man hatte mir trotz allem sehr viel Zeit gelassen. Normal sind Kooperationspartner eher etwas lästig, aber im Fall von Power Queen muss ich sagen, fetten Respekt. Und ich muss auch sagen, die Batterie, Freunde, ich habe da schon einiges inzwischen gemacht. Nämlich Punkt 1 einmal diesen wunderschönen Stromverteiler für ein Kanalmitglied. Der hat den bekommen, da machen wir aber ein eigenes Video, weil es relativ lustig war, diesen Verteiler zusammenzubauen. Und wir haben schon mittlerweile 0,97 Kilowattstunden aus dieser Power Queen Batterie entnommen. Wir fahren hier, sage und schreibe, die ganze Zeit schon über 100 Ampere. Power Queen sagt, das soll man nicht machen, bis 100 Ampere maximal ist zulässig. Aber wir möchten ja beim Testing das Zeugs richtig mattern. Ja, ich habe auch schon 140 Ampere gemacht. Ich werde es euch dann noch ein wenig zeigen, damit das Testing schneller vonstatten geht. Aber jetzt einmal viel wichtiger ist die Geschichte rund um den Wirkungsgrad. Das ist jetzt auch Grund, warum ich einmal zwischendurch die Kamera gestartet habe. Die Messwerte stimmen nicht so schlecht. Wir haben aktuell 25,69 Volt Batteriespannung, einen Strom von 105,76 bis 93 Ampere und die Leistung, das ist viel wichtiger für die Wirkungsgradberechnung, 2715 Watt von der Batterie und am Ausgang. Und das stimmt auch nicht ganz so schlecht. Ich habe zwar bei diesen Hutschienen Stromzähler 2322 Watt stehen, aber auch der lügt ein wenig. Also diese 2377 Watt, das glaube ich den Dai. Wir haben gewisse Messtoleranzen und dann wären wir Daumen mal Pi, wenn wir das jetzt als 100% heranziehen, bei knapp 10,5 bis 11% Verluste. Jetzt werden die meisten die Hände zusammenschlagen. Das hieß ja, wenn man dann einmal rein in die Batterie und wieder raus möchte, dass wir sage und schreibe 20% Verluste haben. Ja, liebe Freunde, das ist die Wahrheit. Ein Fünftel verbraten wir hinterwegen in Wärme. Aber das hat damit zu tun, weil wir auch hier eine kleine Batteriespannung mit 24 Volt haben. Aber als Einstiegsdroge für die Energiewende macht dieser Inverter genau das, was ich mir schon die ganze Zeit von dem Powerstation-Hersteller erträume. Das heißt, der Dai Hybrid kompensiert die Defizite, die wir sämtlichste Powerstation zurzeit noch auf dem Markt haben. Für diejenigen, die den Dai Hybrid noch nicht kennen, der Dai Hybrid ist ein Batterieinverter, der echten Notstrom kann, deswegen hier das Haus. Das heißt, er kann absolut Inselbetrieb fahren und das ist eben der kleinste von dieser Serie, ein 3000 Wattiger mit 24 Volt. Diese Maschine hat aktuell noch keine Zulassung, weil einfach die Kollegen aus Fernost es, ja, die glauben nicht wirklich, dass diese Maschine gefragt ist, aber der Mr. Mining sagt, gerade im Bereich der Energiewende, Balkonkraftwerk 2.0, Null Einspeisung, man sieht es hier, Zero Export zu Current Transformer, das ist der Stromwandler, oder Null Einspeisung Richtung Last, weil er die Maschine auch hier echt Inselbetrieb fahren kann, hat das Ding einfach alle Features und für diejenigen, die was den anderen 3,6 kW mit 48 Volt schon gesehen haben, wir gehen jetzt schnell rein in den Advanced Function und da kommt dann wirklich große Freude auf. Man sieht, man kann auch eine saltierte Nulleinspeisung machen. Somit, Parallelbetrieb ist natürlich auch möglich. Somit hätten wir im Prinzip ein super Werkzeug, IB65, absolut outdoor-tauglich, was wir für die Energiewende benötigen können. Das heißt, wir können ins Netz Spitzenströme abgeben. Du kannst auf deiner Wohnung zum Beispiel, wenn du diesen Inverter auf deinem Balkon montieren würdest, weil er eben eine hohe Schutzart hat. Und zum Beispiel die Power Queen Batterie, die hat auch Schutzart IP65. Das heißt, diese zwei Utensilien hätten wunderbar auf einem Balkon Platz. Somit könnte man einen gewaltigen Beitrag leisten zur Energiewende und das Coolste für diejenigen, die was den Dai noch nicht kennen. Der Dai hat einen Stromaggregate-Eingang, den man auch für einen Mikroinverter nutzen kann.
Das heißt, es kommt hier bald das Symbol, dass dein bestehendes Balkonkraftwerk hier in diesen Inverter auch mitverarbeitet werden kann. Und das Coole, es hat soeben geleuchtet, das heißt, das Relais hat geschaltet. Das heißt, du kannst hier dein Balkonkraftwerk reinschicken. Diese Energie wird hier dann mitverarbeitet. Das heißt, Datei bemüht sich in Richtung Netz eine absolute Nulleinspeisung zu realisieren, dass keine Energie ins Netz abgegeben wird. Und das wesentlich Coolste ist, dass dieses Balkonkraftwerk auch im Blackout-Fall weiterarbeiten kann. Aber ich habe da schon ganz viele Videos auf meinem Kanal gemacht. Werden wir natürlich auch hier noch einmal extra Videos machen, weil einfach dieser Inverter so mega wichtig ist. Aber heute geht es ja um einen Star, nämlich die PowerQueen-Batterie, die, was ich schon sagen muss, ja, Preis-Leistung sehr, sehr günstig, aber vom Gehäusekonzept natürlich jetzt nicht reparierbar, weil das Ganze verklebt ist. Ich vermute, der Kanal Zero Brain hat da schon reingeschraubt oder reingesägt, glaube ich, heißt es bei ihm. Aber ich muss sagen, für so eine relativ günstige Energiespeicherlösung Balkonkraftwerk 2.0 alias Mr. Mining dürfte das schon was sein für den einen oder anderen, der sich dann doch nicht die hochpreisigen Batterien leisten kann. Wir sprechen hier ja von rund 2,5 Kilowattstunden Daumen mal Pi gespeicherte Energie. Ich habe ja mit vollem Akku gestartet, habe mittlerweile schon 1,23 Kilowattstunden Energie rausgezogen. Aber Achtung, wir haben dann die Verluste. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich nicht einmal gescheit 2 Kilowattstunden erreichen können. Aber es ist ja hier einfach das Testing rund um der PowerQueen Batterie, weil einfach diese Batterie wirklich mit den 100 Ampere, die ziehe ich jetzt schon sicherlich gut eine halbe, dreiviertel Stunde oder so 106 Ampere, schon sehr beachtlich. Machen wir kurz eine Messung mit dem Thermal-Infrarot-Messgerät. Die Spule ist jetzt auch neu. Die hat in puncto EMV-Verträglichkeit gewaltig nachgebessert. Das heißt, wir brauchen in Zukunft leider auch bei den 48-Volt-Lösungen diese Spulen. Das war auch der Grund, wieso ich hier ein Bausparer war und nur mit 25 Quadrat gefahren bin. Das heißt, ich verliere hier sicher auch ein wenig Energie anhand dieser Leitungen. Aber wie gesagt, das ist ein Extremtest. In der Praxis wird das keiner von euch so strapazieren. Ich schaue jetzt einmal, ob ich auf die A darauf komme. Wir hatten da irgendwo schon, da ist, dürfte das BMS drin versteckt sein, 47 Grad. 45 Grad. Ich habe mal ein Video vom Kanal Zero Brain gesehen. Ich glaube, auf der oberen Seite war das BMS. Hier ist ja relativ viel Luft bei diesen Batterien verbaut. Da kauft man ein Stückchen Luft mit. Aber noch, ich sage jetzt gut eine Dreiviertelstunde, der Test, man sieht es ja auch, 1,3 Kilowattstunden. Und der Teil ist passiv gekühlt, soll auch erwähnt sein. Aber den juckt das jetzt nicht wirklich. Kurz noch die technischen Daten. Die geben nämlich schon ein wenig was her. 3000 Watt Dauerlast und bis zum Doppelten für 10 Sekunden steht da drauf. Alle Ehre. Ja, starkes Stück Technik. Und das Coolste, ich würde mal sagen, das wäre auch für Caravan, Bootsbereich wirklich eine eierlegende Wollmilchsau. Alle, die was im wirklich auch im Tiny House Off-Grid leben möchten. Also das ist im Prinzip der Universal-Wechselrichter schlechthin, der was sämtlichste Bedürfnisse erfüllen kann. Wunderschön passiv gekühlt, ganz schön schwer das Nockerl. Ich glaube, da wäre irgendwo bei 12 Kilo oder gar 14 Kilo. Ich möchte es nicht übertreiben. Da gibt es auf der Community-Leiste ein Bildchen. Zur PowerQueen-Batterie werde ich natürlich einen Link reinpacken. Aber die gibt es jetzt schon sehr lange auf dem Markt und jetzt ist es Zeit, dass wir die Batterie noch mehr ermattern. Aber bevor ich die Batterie bis zur Vergewaltigung quäle, gehe ich ein wenig runter mit der Leistung, weil es ist auch mal vom Wirkungsgrad interessant. Ich würde jetzt mal interessieren, wie sich das Ganze im Bereich von 1000 Watt verhält. Schauen wir mal rein. Wie gesagt, ich fahre jetzt gerade Einspeisebetrieb, sonst könnte ich hier das Ganze nicht darstellen. Aber soweit ich das sehe, auch hier bei 1000 Watt haben wir ca. diese 10% bis 11% Verluste. Also macht es scheinbar hier keinen großen Unterschied, ob wir mit 1000 Watt oder mit mehr fahren. Dementsprechend werden wir das Ganze jetzt ein wenig hochregeln. Ob sich hier etwas tut,
im Bereich der Verluste. Was ich gesehen habe, der Wechselrichter hat leider halb auch gut 43 Watt Standby-Verbrauch. Ja, ganz ohne Energie geht es eben nicht bei diesen Maschinen, muss man leider auch dazu sagen. Aber die echten Off-Grid-Könige unter euch, die wissen das. Alles, was auch Spannung wechselrichtet, braucht auch Energie. Ja, jetzt sind wir im Bereich von den 2000 Watt am Ausgang, was er versucht darzustellen, 1,799 kW, 1971 sind wir aber wieder bei 11% Verlustleistung. Die Messwerte stimmen nicht so schlecht, habe ich auch mit den Zangenampermeter nachgemessen. Ein wenig um 0,02, in der zweiten Kommastelle lügt der Typer der Spannung. Habe da zwei Multimeter hergenommen, er müsste hier weniger Spannung haben, zeigt ein Stückchen mehr Spannung an. Das hat aber immer mit den Bauteilen zu tun. Diejenigen, die was das wissen, Temperatur ist natürlich hier ein wenig verfälschend. Dementsprechend nie diese Ergebnisse 100% heranziehen. Aber es macht wirklich keinen Unterschied, ob wir jetzt mit 1000 Watt, gehen wir noch runter auf 500 Watt. Es ist von Wirkungsgrad heraus leider das Ganze quasi scheißegal. Ja, 500 Watt, was sehr spannend ist, dass der kleine Wechselrichter doch relativ rasch reagiert von der Einstellung. Wir fahren ja hier im User-Defined Batterie Mode, das heißt, wir haben ja keine Kommunikation von den Inverter zur Batterie. Da macht es aber auch wieder die 11%, also es ist egal, wie man es betreibt, genug Gejammer drauf, volle Kanne, was das Ding hergibt. Ich glaube, 3000 Watt mehr kann der Inverter eh nicht. Das natürlich ist jetzt nicht richtig, was ich mache, Freunde, das macht man nicht. Aber ihr wollt ja mal alles sehen, was die Sachen so aushalten. Da wird natürlich jetzt bald einmal 140 Ampere und so in der Richtung dann stehen. Da sieht man es dann auch schon sehr beachtlich. Hier natürlich stimmt der Wirkungsgrad, wenn ich das jetzt im Kopf ausrechne, dann nicht ganz. Das haben wir sogar weit über 11% schon in diesen hohen Leistungen. Aber das kann ja nicht wirklich gut funktionieren. Das BMS ist eigentlich für 100 Ampere zugelassen. Dementsprechend wird sich dann auch unten relativ viel tun. 10 Sekunden, glaube ich, steht im Manual. Das werden wir kurz hervorfangen. Manual ist wirklich wunderbar, mittlerweile sogar schon auf Deutsch und wirklich auch sehr liebevoll gestaltet. Also für diejenigen, die was noch nie mit diesen Produkten zu tun hatten, muss man schon fairerweise sagen, man geht da wirklich auf alle Bedürfnisse ein. Das ist jetzt keine doofe Werbung, liebe Freunde. Für diejenigen, die sich ein wenig auskennen im Bereich von den Lithium-Eisen-Batterien, da muss man schon fairerweise sagen, hier werden sehr viele Sachen sehr laiengerecht dargestellt. Dementsprechend bin ich da schon begeistert von der ganzen Geschichte. Und hier haben wir es auch im Bereich, was die empfohlene Ladestromgeschichte ist. Und Entladung wäre im Prinzip Maximum das Doppelte. Wir werden aber auch hinten noch eine Tabelle finden. Diese Tabelle, finde ich, ist die wichtigste Tabelle, weil hier nämlich anhand der Spannung uns die SOC-Werte gesagt werden. Man kann auch zwei Stück in Serie schließen, dass man 48 Volt Setup hat und bis zu vier Stück in Parallelschaltung. Natürlich geht mehr, aber die vergewissern sich da einfach, dass da nichts schief geht. Werde da euch auch demnächst ein anderes Setup dann dazu zeigen. Aber jetzt genug rund um den User Manual. Ja, ich habe die Batterie jetzt doch ein paar Minütchen schon gemattert in diesen obszönen Leistungsbereich, bis ich die Kamera wieder positioniert habe. Das ist nicht des Rätsels Lösung. Ich würde jetzt sagen, gut eine Minute bis zu zwei Minuten sind wir hier in diesem absolut overloaded Bereich unterwegs. Nur, dass ihr es auch gesehen habt, die Produkte halten was aus. Schnappen wir uns inzwischen noch einmal kurz das Temperaturmessgerät, also da irgendwo in diesem Bereich ist 48, 49 Grad, ist ja das BMS scheinbar 52 Grad, das BMS verbaut. Natürlich auch meine Leitungen, ich gehe da mal rauf, die haben jetzt auch da, je nachdem, 41, 42, an den Polklemmern 40, da wird dann alles sehr, sehr, sehr kühl. Aber schon ein sehr robustes Ding. Da gibt es jetzt nichts zum Jammern und jetzt fahren wir noch runter mit der Energie, weil es geht ja auch ein wenig um den Kapazitätstest. Ja, runter wieder auf 2300 Watt. Das tut der Batterie, glaube ich, relativ gut.
Viel mehr als 100 Ampere sollen es dann am Endertag nicht sein. Das ist eh ein C. Euch würde ich in der Praxis empfehlen, nur mit einem halben C zu fahren. Dann wirst du locker die 4000 Zyklen schaffen, die, was meines Wissens nach, Power Queen hier auch angibt. Ja, es ist wirklich sehr beachtlich. Auch dein Werter für diejenigen, die was die Dial-Maschine noch nicht kennen, sehr hochauflösend jetzt das ganze Display. Man hat hier in den Battery Settings noch ein paar mehr Features mit eingebaut. Ich habe natürlich jetzt keine direkte Kommunikation, ist aber durchaus möglich. Aber im Prinzip alle uns bekannten Geschichten, da kann ich noch nichts dazu sagen, was dieser Low Noise Mode ist. Ganz spannend das Ganze. Hier hat man auch ein paar zusätzliche Buttons reinprogrammiert, sehe ich auch das erste Mal. Also es gibt da jetzt nichts zum Jammern, dass man sagen würde, dass Dial hier etwas anbrennen lässt. Nur, dass man das auch gesagt hat. Natürlich, hier sind andere Firmware-Versionen am Werkeln. Jetzt schauen wir mal schnell rauf auf den Zähler. Da wird dann irgendwann Schluss sein. Wir haben schon 1,72 Kilowattstunden. Die Zähler haben mit 0 gestartet. Ich habe blöderweise ein wenig Blendung von den Displays, aber das könnt ihr mir glauben, wir haben hier mit 0 gestartet. 25,4 Volt sollte heißen, dass wir laut der geschätzten SOC-Angabe ja schon weit unter 10% sind. Da sieht man auch, das sind ja alles nur Schätzungen, und was ich aber jetzt inzwischen noch einmal entdecken durfte, sind eben eh schon auf der Startseite von User Manuel die Dauerleistung mit 100 Ampere, und das hatte inzwischen bei meinem Test sang- und klanglos funktioniert. 1,89 Kilowattstunden, bin gespannt, wie weit wir über den 2 Kilowattstunden kommen werden. Theoretisch so 2,15 wäre das Maximalste, was zu erwarten ist, aber ich glaube, ich werde es von den Spannungssettings heraus nicht ganz so schaffen. Lassen wir uns überraschen, aber wie gesagt, Freunde, ich donnere jetzt da diese 1,91 Kilowattstunden, das sind dann bald schon 45 Minuten, die ganze Zeit weit über 100 Ampere. Die Temperatur auf der Oberfläche ist mittlerweile um die 50 bis 55 Grad, alles soweit okay, macht man ja nicht in der Praxis, aber da kann sich mal Power Queen, braucht sich da mal definitiv nicht verstecken. Und jetzt für die anderen Dial-Werter-Freunde was ganz was Cooles, was ich heute im Zuge dieses Testing entdecken musste. Ich ballere ja off-grid in meine Dial-Werter rein. Das heißt, diese 2,27 Kilowattstunden donnere ich hier in meinen neuen Setup mit den zwei Stück 10 kW parallel rein. Man sieht es auch hier, minus 1083 Watt. Ich habe ja zwei 10er hier parallel. Und wenn ich hier auf Load gehe, sehen wir, die eine Phase hat natürlich, da speise ich gerade ein, 0 Watt. Aber auch im Grids-Bereich haben wir absolut logischerweise die 0 Watt. Das heißt, es ist scheinbar kein Problem, dass man hier beim Dial-Inverter auch am Load-Ausgang scheinbar mit doch sehr beachtlichen Leistungen reindonnert. Hatte ich nie von der Chinesen hierzu eine Antwort bekommen. Auch sehr spannend, weil ihr seht, PV ist ja absolut schon weg. Mikroinverter habe ich keinen aktiviert, und trotzdem haben wir da zwischendurch doch schon ein wenig Ladestrom gehabt. Mittlerweile ist der Ladestrom ein wenig, jetzt ist wieder was gekommen, minus 358, da dürfte ein Verbraucher vorher oben im Haus gewesen sein. Nicht vergessen, ich habe ja zwei Stück, die hier parallel arbeiten. Dementsprechend müssen wir diese Batterieleistung mit 300 Watt mal 2 rechnen, sind 600 Watt. Scheinbar ist es kein Problem, dass man beim Load-Ausgang von Dial einspeisen kann. Also ich habe es nicht gewusst. Ich habe zwar immer wieder mit meinen Balkonkraftwerk-Invertern im Load-Ausgang eingespeist, habe dazu auch schon mal ein Video gemacht mit den Anker Balkonkraftwerk-Inverter, da waren es aber nur 600 Watt, jetzt donnere ich doch mit 2,3 kW hier auf der Load-Seite rein, scheinbar macht es nichts, es hat auch die 50 Hertz bleiben tadellos stehen. Gut zu wissen, dass man in Zukunft da im Bereich der Rieseninselanlagen, ich betreibe aktuell mein Haus als Inselanlage, weitermachen können. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir wieder zu unserem Test zurückschauen. Ja, die Rallye geht weiter. 2,04 Kilowattstunden, und somit bin ich einmal fürs Erste mit Power Queen absolut glücklich. Natürlich wären da jetzt noch gut 500 Wattstunden drin, aber anhand unserer doch doofen Geschichte rund um den Wirkungsgrad könnte das jetzt eher eine kurze Story werden. Das heißt, in den nächsten paar Minütchen wird dann irgendwann Schicht im Schacht sein. Aber Freunde, wir donnern jetzt schon gut
eine Stunde bald mit 104 Ampere. Machen wir noch einmal schnell den Handtest. Es wird aber ungefähr hier so sein. Hier muss das BMS verbaut sein. Einfach im Kanal Zero Brain reinschauen. Ich glaube, der hat das gute Stück schon aufgeschnitten. Und hier dann die nächsten Projekte. Wie gesagt, wir haben ja unendlich viele Projekte. Hier wollen wir dann probieren, ob das endlich funktioniert mit den RS485er Daten, mit dem Modbus. Weil wir natürlich unser Balkonkraftwerk ja auch mit Daten versorgen müssen, damit du dann deinen Netzzähler kompensieren kannst. Dementsprechend machen wir uns und die Community sehr viel Gedanken. Ja, liebe Freunde, ich glaube, das Video war schon sehr, sehr, sehr lang. Man sieht es aber, die Batterie ist tapfer. Ich werde euch natürlich updaten, aber 2,08 Kilowattstunden, da gibt es jetzt nichts zum Jammern. Es ist einfach, ja, das Video hat schon über 20 Minuten. Ihr könnt mir das glauben und wenn es negative Sachen geben würde, würde ich es euch berichten. Machen wir noch zum Abschluss den Oberhardcore-Test. Sind wir böse? Damit wir da ein bisschen noch Meter auf der Geraden machen, gehen wir noch rauf. Ich glaube 2,7 oder was ging. Also das ist jetzt schon absoluter Frevel. Hier darf natürlich dann auch das BMS dann temperaturbedingt aufmachen. Freunde, 3,5 kW bei einer Batterie, die was nur 74,78 Volt Spannung hat, das macht man normal nicht. Aber ihr seht es, wir haben da oben eine Uhrzeit für diejenigen, die was ganz hartnäckig sind und glauben, ich möchte hier betrügen, haben wir nicht notwendig. Wie gesagt, ich habe ja circa, glaube ich, bei 0,7 Kilowattstunden erst das Video gestartet, weil es sonst einfach öde und lange wird, aber zählt die Zeit, eine Minute schnell um und wir machen auch das in diesen unteren Spannungsbereich. Bin dann neugierig, ich glaube bei 21 Volt ist definitiv Cut-Off, die Spannung wird dann wahrscheinlich relativ rasch ziemlich schnell einbrechen. Ha, aber wenn ich jetzt rüber schaue, ich habe schon 2,15 Kilowattstunden und wenn die 2,2 da oben stehen, da haben wir wirklich ja das letzte verursacht, aus der Batterie rauszunehmen. Ja, 3,44 kW, jetzt schauen wir mal, was ist da Sache in der Temperaturperspektive. Hier müsste ja irgendwo das BMS sein, ja, 53, 56 Grad. Ja, aber da ist nicht mehr zum Holen, da ist dann eher die Frage, was ist mit den Kabala? Wo sind wir da unterwegs? 64 Grad. Also die Kabel natürlich, da haben wir auch Verluste. Das darf man jetzt hier nicht ganz vergessen, denn den Inverter selber, der ist passiv gekühlt. Den juckt das nicht die Bohne. Und scheinbar ist bei diesem Teilinverter hier drinnen auch kein interner Lüfter. Also von der Geräuschkulisse heraus macht dieser Inverter Spaß. Jetzt haben wir aber, schaut auf die Uhr, die Batterie zum Schluss, glaube ich, lange genug gemattert, um behaupten zu können, das ist eine gute Batterie. Runter wieder auf die 2,3 kW. Meine Freunde, das ist schon alles ein Wahnsinn, was wir da aufführen. Das muss man sich schon einmal auch in einer ruhigen Stunde so auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt wird es schon langsam aber kitschig, 2,22 Kilowattstunden. Wenn ich jetzt da im Kopfrechner nicht ganz so schlecht bin, müssten wir theoretisch bei 11% über 2500, sprich 256 Wattstunden verlieren. Das wären dann ja 0,25 Kilowattstunden. Ja, jetzt wird man schon langsam diese Batterie unheimlich, da kommt ja dann anhand der Wirkungsgradgeschichte sehr, sehr, sehr viel raus. Es wird ja immer wie spannender bis zum Schluss. Aber ich muss sagen, 2,6 kW, 106 Ampere, auch wenn das Ding zum Mattern da ist, ich gehe jetzt ein wenig runter von Gas. Das kann ja nicht schaden. Man muss ja nicht so übertreiben. Freunde, das zu Hause nicht nachmachen, sonst habt ihr definitiv den einen oder anderen Garantiefall. Aber mir tut diese Batterie jetzt schon ein wenig weh, ja? Also, die tut mir leid. Der Batterie tut's weh und mir tut's leid. Und ich glaube, 91 Ampere reichen ja auch aus zum Schluss. Achtung, diese Temperatur hier jetzt nicht irgendwie blöffen lassen. Die habe ich noch rangebastelt, weil ich ein wenig mit diesen User-Defined Prozentbatterien herumgebastelt habe. Wenn man dann so reingeht, jetzt wird wahrscheinlich die Ladung aufhören. Ich habe da ein bisschen rumgebastelt, ist aber mir nicht so gelungen. Ich muss jetzt aber wieder zurück zu dem Volt, weil sonst haut meine Entladegeschichte hier nicht mehr hin. Da hat er jetzt gerade aufgehört. Das war, weil ich da umgeschaltet habe. Ich arbeite ja im Time-of-Use-Table ja mit Spannungen. Das heißt bis 23,4 Volt. Da habe ich jetzt aber ein wenig was verschmissen. Das heißt, ich muss das jetzt noch schnell neu starten. Er hat sich schon gefunden, er baut sich auf, jetzt geht das Ganze aber schon ein wenig gemütlicher vonstatten.
Da war er vorher aggressiv. Ihm hat das nicht so gefallen, dass ich hier in diesem Menü hin und her geschaltet habe. Deswegen, es ist ein wenig doof, wenn man die ganze Zeit herumschaltet. Ja, jetzt lasst er sich dann schon ein wenig Zeit, bis er da Richtung 2 kW aufbaut. Scheinbar erkennt es die interne Logik, dass die Spannung da jetzt doch schon einige 0,1 Volt Schritte den Geist aufgegeben hat, aber er baut sich jetzt auf Richtung 2 kW. Das war, glaube ich, das letzte, was ich eingestellt habe. 2000 Watt, richtig. Also, ja, haben wir bald erreicht. Und Freunde, es kommen mir jetzt wirklich die Tränen, 2,3 Kilowattstunden. Also, alles über 2,2 ist definitiv ein Geschenk. Ergo, ihr habt es ja selber gesehen, die Power Queen Batterie kann Spaß machen. Hohe Schutzart. Kleine Vergewaltigung, was wir jetzt gerade mit dieser Batterie in der letzten Stunde verursacht haben. Und natürlich mein Balkon 2.0 nimmt Formen an. Ja, Freunde, sie möchte noch immer nicht den Geist aufgeben. Ich kann es mir schon lange nicht mehr vorstellen, aber jetzt ist die Spannung massiv eingesackt. Wir waren ja vorher doch noch bei den 24,9 Volt. Jetzt dürfte das rapide bergab gehen. Ich werde hier an dieser Stelle den Test abbrechen. Für die Skeptiker 2,33 Kilowattstunden ist sehr beachtlich. So Freunde, ich sage danke für euer Zusehen und ich sage auch recht herzlichen Dank an der Firma Power Queen für die unendliche Eselsgeduld, die sie mit mir hatten, bis ich endlich euch diese Batterie zeigen konnte. Aber wir werden da noch viel Spaß haben mit dem guten Stück. Bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Mining. Tschüss. Baba.